Dem Fußball ist es egal, wer ihn tritt, köpft, abwehrt, zur Ecke schlägt, mit ihm dribbelt oder gar Tore erzielt. Er unterscheidet nicht zwischen männlichen und weiblichen Köpfen, Armen oder Beinen. Er ist für alle da. Das Spiel mit ihm galt nur deswegen als typisch männlich, weil Männer es behaupteten. Heute weiß man, nicht alles, was Männer sagen und behaupten, stimmt schon deshalb, weil sie es sagen. Auch Frauen laufen, schon seit langem und recht anmutig. Eine Frau wirkt nicht abstoßend, weil sie läuft. Warum spielen Mädchen Fußball? Martina Arzdorf vom Sportclub Bad Neuenahr. Aus Hobby und weil mir Spaß macht. Viele begannen schon sehr früh damit, wie Madeleine Steinmetz. Das habe ich als kleines Kind schon gemacht, ab 8 Jahre Fußball, auf der Straße. Schon immer hat sie Freude empfunden beim Spiel mit dem Fußball. Man sieht, warum. Wir Männer werden uns an fußballspielende Frauen gewöhnen müssen. Welche Vorurteile gab es zuerst gegen Frauen, die Mittelstrecken liefen? Bald werden sie Marathon, also 42 Kilometer im Wettkampf laufen. Äußerlich betrachtet scheint die Frau sogar ungefährdeter als der Mann Fußball spielen zu können. Entstellt Fußball spielen das Bild der Frau? Wirkt sie unfraulich? Ich wollte mal sehen, ob die Damen den Fußball genauso ernst nehmen wie Männer und hier ihre Weiblichkeit ein bisschen zurückstellen und ein bisschen die Härte in den Vordergrund bringen und außerdem halt aktuell. Ne? Besser als sie? Ja, ich wollte halt mal schauen, wie die spielen, gell? Ob die es überhaupt beherrschen. Ne? Das ist ja nun ziemlich Neues, ne? Und das man ja vorher noch nicht gesehen hat, ist für mich ziemlich interessant, also das jetzt wirklich zum ersten Mal zu sehen. Diese Bilder sind doch keineswegs abstoßend oder unästhetisch. Der Bewegungsablauf stimmt. Pässe von Günter Netzer erreichen auch nicht immer ihr Ziel. Natürlich gibt es Schwächen wie überall. Die beiden Trainer Arzdorf und Heinz Schweden wissen das. Es muss viel Arbeit geleistet werden, allerdings die Stunden darf man nicht rechnen mehr. Aber ich glaube, dass wir doch im Damenfußball Erfolg haben in den nächsten Jahren. Einige Männer sind gern Fußballbräutigam.